Hallo und willkommen zurück bei Deponia Doomsday. Und los geht's. Noch mehr. Ich glaube immer noch mehr. Da! Das Portal ist offen! Aber es ist viel zu klein. Vielleicht ist noch nicht genug Druck auf den Tachyondüsen. Mehr Druck? Kein Problem. Ich bin der Oberdruckerzeugemeister. Oh Gott. Daniel! Mami! Schlimper die Bix! Unter dem Teppich war ein weiteres Portalpotenzial versteckt. Was machen wir denn jetzt? Ja schon, aber ob das sicher ist? Ja nichts, probiert's. Kann nur verlieren. McChronicle! Die Tachyonen müssten sich im näheren Umfeld des Portals verteilt haben. Die Chance, dass sie ein Portal nach Kuban geöffnet haben, ist relativ hoch. Wie hoch ist hoch? Keine Ahnung. 1 zu 1000 vielleicht? Ist das gut? Relativ. Es ist die einzige Chance, die wir kriegen. Und dann eine mehr, als wir verdienen. Apropos, ich muss noch Ruhe holen. Das heißt, der Sprung ins Ungewisse ohne garantierte Rückkehr muss warten? Nein, ich hole sie lieber sofort. Goal. Goal. Wir haben es geschafft. Die Jungs und ich haben ein Zeitportal geöffnet. Bravo. Ach, sei doch nicht so. Ich hab doch gesagt, ich biege das wieder gerade. Und ich hab gesagt, verschwinde. Komm schon, Goal. Setz den Hut ab und... Hey, Finger weg. Hm? Ich verstehe ja deinen Standpunkt. Immerhin war dein Puppentheater mit den Schnabeltieren nicht gerade subtil. Puppentheater? Ach das, ja, das war Absicht. Aber schau sie dir an. Sie sind beide gefangen, ohne jede Hoffnung. Ich werde nie aus meinem Hamsterrad entkommen. Moment, du denkst, du bist das Schnabeltier im Hamsterrad? Natürlich. Es ist ganz eindeutig das Weibchen. Schau hin, sie... Ha. Ich wusste es! Es gibt Hoffnung! Du hast recht. Es ist das Männchen. Wenigstens ist sie jetzt frei. Ja. Wow. Schau nur, wie sie sich freut. Die fängt sich schon wieder. Andererseits, man sollte Metaphern auch nicht überstrapazieren. Okay. Was ist das? Hey, gib das her! Wann hast du das denn gemacht? Als du dich auf dem Jahrmarkt rumgetrieben hast. Na und? Und damit bist du durch den Lavomat gekommen? Irgendwer musste ja dafür sorgen, dass es weitergeht. Aber warum bist du denn überhaupt so wütend? Weil wir nicht zusammen auf dem Foto sind? Nein. Weil wir es sind. Die Momentaufnahme einer Illusion. Oder denkst du, wir werden das Bild am Ende des Tages in unser Fotoalbum kleben? Das alles hier muss doch letztlich wieder rückgängig gemacht werden, damit wir die Welt retten. Damit es keine Fuelogs auf Elysium gibt. So ist es doch, oder? Nein, ist es nicht. Dann sag mir eine Sache, die von unserem Abenteuer übrig bleiben wird. Wenn du das schaffst, komme ich gerne mit. Ha, easy. Am Ende ist es doch immer die eine Sache, die übrig bleibt. Da, schau hin. Der Kitsch. Die Hoffnung. Egal, lass uns los. Unifrei. Was ist denn jetzt los? Das sieht aus wie diese Zwischenzeit, die wir mit dem Timepod durchquert haben. Aber wo kommt die Stadt her? Und wo sind Goal und McChronicle? Die sind doch direkt vor mir durchs Portal gesprungen. Hey, Fuelog! Oh. Verschwinde von meiner Veranda! Ah, ein Eingeborener. Kannst du mir sagen, wo ich hier gelandet bin? Ja, in meinem Rübenbeet! Moment, kenne ich dich nicht? Doch, dein Schüler. Drüso, der Romantic Ninja. Bloß in alt und hässlich. Wie ist das nur möglich? Willst du dir hier um jeden Preis ein Loch in den Bauch fragen? Du meinst, ob ich dir ein Loch in den Bauch fragen will, oder? Nicht, wenn ich die Flinte richtig rumhalte. Oh.
Ich bin's. Gewissensbisse wären hier komplett fehl am Platz. Immerhin ist doch ein ganz passabler Bursche aus ihm geworden. Er kann bestimmt toll pfeifen. Und ich find's gut, was er mit seinen Haaren gemacht hat. Okay, was haben wir? Die Stadt? Wo geht's da hin? Zuerst einmal Hellbilly. Und ich blaste die Rübe weg. Aber Drüso, ich bin's doch. Professor Rufus, läutet denn da gar nichts? Professor Rufus? Ja genau. Das war doch der Typ, dem ich das alles hier zu verdanken habe. Jahrelang nur Schrottkrabben und Milben. Was ist mit dem? Ich, habe ihn getötet. Gut gemacht. Und jetzt verschwinde aus meinem Vorgarten. Ist ja schon gut. Okay, was passiert, wenn wir näher kommen? Die Leine! Aber Dalli, Dalli! Ist ja schon gut. Ich sagte... Ist ja schon gut. Hau ab! Und ich meine ganz ab! Ist ja schon gut. Die Leine! Aber Dalli... Ist ja schon gut. Okay. Das Portal, das in Necronicles Labor führt. Leider außer Reichweite. Aha. Er baut sich ein Haus, aber keine Treppe, die, also keine Leiter, die da hochgeht. Wo zum Schneider bin ich hier nur gelandet? Hast du dich verlaufen, Fremder? Dazu bin ich überhaupt nicht in der Lage. Mein fotografischer Orientierungssinn sagt mir immer, wo ich bin, ob ich will oder nicht. Nur mit dem Wann hapert's in letzter Zeit. Wann spielt hier keine Rolle. Du bist in der Zwischenzeit. Ein Raum längsseits von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, schon klar. Ich wollte eigentlich verderblichem Essen sagen. Sowas wie eine Zukunft haben wir hier nicht. Gerüchteweise soll es irgendwann mal eine gegeben haben. Das Portalbauamt gräbt am Boden der Zwischenzeit danach. Aber wenn du mich fragst, ist das neumodischer Unsinn. Keine Zukunft. Vorhin sind hier zwei andere Neuankömmlinge vorbeigekommen. Die haben auch nach der Zukunft gefragt. Vielleicht Freunde von dir? Unmöglich. Die waren doch eben noch bei mir. Außerhalb vielleicht. Hier in der Zwischenzeit ticken die Uhren ein bisschen anders. Und sie haben auch ein paar Zeiger mehr, wie ich sehe. Tja, willkommen in Paradox City. Mein Name ist Rocco McChronicle. Wenn du Fragen hast, stehe ich dir gerne zur Verfügung. Rufus. Und ich hätte da tatsächlich ein paar. Rocco Mac, was zum Kuckuck? Du bist ein McChronicle? Du bist Rocco McChronicle? Der Vater von Dekan Angus McChronicle Senior? Und somit der Opa von unserem McChronicle? Du musst mich verwechseln. Ich habe keinen Sohn. Und wenn, dann würde der bestimmt kein Dekan werden. Immerhin leite ich hier einen Familienbetrieb. Vielleicht sollten wir gar nicht darüber reden. Das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, ist, dass ich versehentlich McChronicles Geburt verhindere. Okay. Du hast meine Freunde gesehen? Du hast meine Freunde gesehen? Eine sexy Braut, die von einem cleveren, gut aussehenden Typen begleitet wird? Kann nicht sein. Wir wurden getrennt. Naja, vorhin sind jedenfalls zwei Fremde hier vorbeigekommen. Sie haben die alte Einsiedlerin getroffen. Sah so aus, als ob sie sich kannten. Sie sind zu ihrer Farm aufgebrochen. Halte dich einfach beim Rathaus links und dann immer weiter hoch. Was sind meine Freunde noch gleich? Nein, wo zum Teufel bin ich hier? Wo zum Teufel bin ich hier? Du bist in Paradox City, der Stadt zwischen den Zeiten. Sind wir nicht immer alle zwischen den Zeiten? Bitte was? Gegenwart und Zukunft. Ja, schon. Wobei, wir sind hier nicht so sehr zwischen der Zukunft. Die gibt es hier nicht. Okay, was bedeutet das, es gibt hier keine Zukunft? Was bedeutet das, es gibt hier keine Zukunft? Wie ich es sage, wenn du dich dafür interessierst, dann frag doch die Leute vom Portalbauamt. Die reden auch ständig von der Zukunft. Und sie versuchen, eine aus dem Schrott unterhalb der Stadt auszubuddeln. Die reinsten Spinner, wenn du mich fragst. Wir hatten hier nie eine Zukunft. Und wir sind bislang auch gut ohne ausgekommen. Er muss dringend nach Kuvak. Ich muss dringend nach Kuvak. Da klingelt nichts. Ist das außerhalb der Zwischenzeit? Natürlich. Dann fragst du besser die Typen vom Portalbauamt. Die kartografieren die Portale und wissen, wohin welches führt. Okay. Hey, das ist doch das Timepod. Hey, das ist doch das Timepod. Das da? Das steht hier bereits seit vor meiner Ankunft. Mein Vater wollte es reparieren und hat darum die Werkstatt gegründet. War scheinbar irgendwann nicht mehr so wichtig, wie alles hier. Okay, kannst du mir offensichtlich nicht weiterhelfen.
Du kannst mir offensichtlich nicht weiterhelfen. Tut mir leid, Kumpel. Okay, Schnabeltier, Timepod, Rocco. Manchmal überspringt es sogar mehrere Generationen. Okay, was haben wir sonst noch? Zeitmaschine? Das hier? Moment mal, ist das die Zeitmaschine aus der auf der Tentakel? Die... Wie nennt man die Dinger? Moment, Billy Boy? Nein, Toy Toy? Nein. Die mobilen Klos, verdammt. Okay, ich gehe mal runter. Mal sehen, was da unten auf sich warten lässt. Architekt? Es ist offensichtlich, dass er keine Ahnung von der Zukunft hat. Sonst würde er bestimmt andere Klamotten tragen. Achtung, Fuel-Locks, Fuel-Locks. Sirene? Wir scheinen hier ein ernsthaftes Fuel-Lock-Problem zu haben. Aber es ist noch zu früh, um Schuldfragen zu stellen. Nein, Moment. Schrottkrabbe. Architekt? Ich hätte da mal eine Frage. Fass dich kurz. Ich muss arbeiten. Der Durchbruch in die Zukunft steht kurz bevor. Ich kann sie schon riechen. Entschuldigung, das ist die Aufregung. Was machst du hier? Was genau macht ihr hier? Wir vermuten eine sogenannte Zukunft im Sediment unterhalb der Stadt. Darum haben wir angefangen, das Fundament auszuhöhlen. Habt ihr keine Angst, dass die Stadt dadurch irgendwie, weiß auch nicht, abrutschen könnte? Die Chancen wiegen die Risiken allemal auf. Diese fantasielosen Hinterwäldler da oben wissen ja gar nicht, was für ein Rohjuwel sich direkt unter ihren Füßen befindet. Sie sehen nichts weiter als einen Sockel, der die Statik ihrer Wohnungen garantiert. Ich sehe Straßencafés, moderne Büroflächen und erschwingliche Loftwohnungen für modebewusste Besserverdiener. Wie zum Beispiel Architekten von Portalbauämtern. Ganz genau. Okay. Gibt es schon irgendwelche Fortschritte? Wie denn, wenn ich ständig mit irgendwelchen Belanglosigkeiten aufgehalten werde? Ich dachte, der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Ich verstehe noch nicht genau, was dieses Loch mit der Zukunft zu tun haben soll. Dabei ist es doch so einfach. Wir wollen ein solventes Publikum anlocken. Zeitreisende, die eben nicht von gestern sind. Ein Portal in die Zukunft würde Paradox City zurück auf die Landkarte bringen. Das Stichwort lautet ständiges Wachstum durch Erschließung der Zwischenzeiten. Und wir schaffen dafür die Anreize. Du spuckst beim Reden. Ich muss nach Kuwak. Einen Tag vorm Ende der Zeit. Moment. Kuwak? Tja, Pech im Unglück. Wir haben zwar ein Portal nach Kuwak, aber das ist auf dem Grundstück der alten Einsiedlerin. Es ist also noch nicht an das Zeitreiseverkehrsnetz angeschlossen. Wir kämpfen schon seit Ewigkeiten für das Wegerecht. Okay, ich muss nach Kuwak. Okay, ich lass dich mal weiter. Ich lass dich mal wieder arbeiten. Na endlich. Ich hatte schon Angst, deinetwegen die Zukunft zu verpassen. Aha. Bohrloch. Da können die lange bohren. Okay, und wer ist das? Bauarbeiter? Das stimmt wohl, was die Leute sagen. Klappern gehört zum Handwerk. Was liest du da? Das ist die zukünftige Ausgabe von Hetz. Ach, was sonst? Und? Sind Helme wieder im Kommen? Ach, leider nicht. In der Zukunft werden alle handwerklichen Arbeiten von Maschinen verrichtet. Das wäre ja super. Da müsste niemand mehr arbeiten. Ich auch nicht. Was denkst du, warum ich mich hier so ins Zeug lege? Sicher nicht für das Geld. Der Job ist so schlecht bezahlt, dass ich noch einen zweiten brauche, um über die Runden zu kommen. Und was ist dein zweiter Job? Ich schreibe Fake-Rezensionen für ein werbefinanziertes Bewertungsportal, das kostenlose Vergleichsportale zum Erwerb von Baumaschinen vergleicht. Ach, wenn es doch endlich Maschinen gäbe, die uns all diese wichtigen Aufgaben abnehmen könnten.
Okay. Sirene. Schein hier ein. Aber es ist noch. Okay. Oh je. Fuel-Lock-Alarm. Schon wieder. Das heißt wohl, wir müssen eine Zwangspause einlegen. Nein, heißt es nicht. Man kann die Zukunft nicht warten lassen. Wieso? Wo soll sie schon groß hin? Oh je. Fuel-Lock-Alarm. Keine Ahnung. Was haben wir hier? Die Zeitmaschine. Ja. Nee, es gibt kein Vertrauen mehr unter den Menschen. Na klar. Also, Zeitcafé. Okay, raus. Richter. Ich sehe alle Voraussetzungen für eine hinreißende Liebesgeschichte. Nur die weibliche Hauptrolle sollte man vielleicht neu besetzen. Fuel-Lock-Suppe ist aus, Toast und Milch sind im Angebot und mich gibt's auch günstig zu schießen. Mein Name ist Rita. Bist du Single? Nein. Ja, es ist kompliziert. Verschwende nicht meine Zeit. Ich bin fast 40 und Kellnerin in einer Stadt ohne Zukunft. Denkst du wirklich, ich habe Lust, mir dein Gejammer anzuhören? Du hast gefragt. Ich wollte nur... Tick-Tack. Tick-Tack. Hörst du das? Das ist meine biologische Uhr. Bestell was, mach mir einen Antrag oder mach den Tresen für den nächsten frei. Schön voll hier. Ganz schön voll hier. Gibt's was umsonst? Ja, ein Tipp für deine Freundin. Solange sie keinen Ring am Finger hat, sollte sie ihren Typen nicht allein durch die Stadt wandern lassen. Meine Frage bezog sich auf das Essen. Ach, sag das doch gleich. Fuel-Lock-Suppe ist aus, Toast und Milch sind im Angebot. Sonst noch Fragen? Leitet noch gleich das Angebot. Einmal Toast und Milch, bitte. Einmal Toast und Milch, bitte. Hast du Geld? Nö. Dann muss deine Freundin blind sein. Hast du eine Zeitmaschine? Hast du eine Zeitmaschine? Meinst du, ich würde so aussehen, wenn ich eine hätte? Zeitmaschinen sind selten geworden. Maverick hat eine Instant Change. Aber er würde lieber seinen Großvater überfahren, als jemanden darin mitzunehmen. Und dann ist da noch Vince, der allerdings nur deterministische Zeitreisen anbietet. Das ist erstens langweilig und zweitens riecht Vince nach verdauten Pflaumen. Ansonsten kenne ich nur noch das alte Timepod in Roccos Werkstatt. Keine Ahnung, ob das noch funktioniert. Wenn du also eine Passage brauchst, vergiss es einfach. Wir sind hier alle das Beste, was du tun kannst, ist so schnell wie möglich unter die Haube zu kommen. Okay, ich glaube, ich passe. Das höre ich häufiger. Ich sollte mich endlich von dieser Dating-Plattform abmelden. Also, der junge Maverick. Was für ein Waschlappen. Oh nein, die Fuel-Lock-Suppe. Ich werde bestimmt gefeuert. Meine Zukunft hängt doch von diesem Job ab. Ich dachte, hier gibt es keine Zukunft. Für mich schon. Mein Zukunfts-Ich sitzt da hinten am Ecktisch. Er sagt, wenn ich mich nicht deutlich mehr anstrenge, werde ich nie so erfolgreich sein wie... wie ich. Er sagt, ich muss sparen, hart arbeiten, eine Altersvorsorge abschließen. Sonst werde ich später nie so eine schnittige Instant Change 5 fahren. Und nun nur alles umsonst. Warum machst du nicht einfach eine neue Suppe? Das geht nicht. Und sind die Fuel-Lock-Rippen ausgegangen. Oh je, was für ein Fiasko. Also, ist das der alte Maverick? Dieser Zeitreisende entstammt offenbar einem ganz anderen ethnischen Kontext. Hier sind mein Respekt für fremde Kulturen und mein diplomatisches Fingerspitzengefühl gefragt. Oh Gott, wir sind am Arsch. Uga, Uga! Guten Tag, der Herr. Wir hatten wohl noch nicht das Vergnügen. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Ung. Hallo! Du verstehst, was ich sage? Aber selbstredend. Kommunikation ist eines der wichtigsten Attributive für das Metier, in dem ich mich beruflich verdinge. Ich bin Händler und es wäre mir eine Konvivialität, mit Ihnen geschäftlich zu negoziieren. Ich biete Heilkräuter für gesunde Darmflora gegen altmodische Kunst aus der neolithischen Epoche. Ich dir geben Stein, du mir geben Furchtpampe. Besser hätte ich es auch nicht ausdrücken können. Okay, Vince.
Also, wenn's wäre... In seinem Alter sollte er eigentlich nicht mehr Zeit reisen. Unsinn, Junge. Der graue Star verhindert zwar das dreidimensionale Sehen, aber wir reisen ja in vier Dimensionen. Okay, was haben wir sonst noch? Toilette? Wer braucht denn da so lange? McChronicle, bist du es? Besetzt! Hört denn die Kackerei bald auf? Hetzt mich nicht! Ich leide an einer schweren Zeitverstopfung. Zeitverstopfung? Nicht vielleicht Temporaldiarrhoe? Nein, die habe ich hinter mir. Aber woher zum Kehricht? Ja, haha, da schaust du was. Ich habe deine Stimme erkannt. Du bist der Zeitscheißer. Der Temporal-Klo-Tourist, der es sich offenbar zur Aufgabe gemacht hat, die Toiletten des gesamten Multiversums mit seiner Kacke zu verstopfen. Endzeitmensch? Bist du das? Aber ich habe dich doch gerade erst getroffen. Du hast mir dieses prima Klopapier hier gegeben. Das Geld aus Kletes Koffer. Ich erinnere mich daran. Aber das war doch mein anderes Abenteuer. Eine Version der Zukunft, die es jetzt nicht mehr gibt. Als würde ein großer Pfropfen alles verstopfen. Oh, wem sagst du das? Oh, eben ist noch alles geflossen. Jetzt geht gar nichts mehr. Genau. Aber ich kriege das schon wieder zum Laufen. Oh, das wäre toll. Okay, das sind... Erdnüsse. Erdnüsse. Lecker. Wow, du hast Mikey gefressen. Was? Aber... Oh nein, ich dachte, ihr seid Erdnüsse. Ach, schon okay. Mikey war eh ein Arsch. Mach dir keinen Kopf. Und wir sind Erdnüsse. Sapiente Erdnüsse. Aus einer anderen Zeit. Lecker und clever. Es gibt Dinger, die krabbeln. Kann ich euch vielleicht trotzdem mitnehmen? Wie die Dinge hier laufen, muss ich euch wahrscheinlich zur Erdnussbutter verarbeiten. Nein, das wäre uns ehrlich gesagt nicht so recht. Lasst ihn ausreden. Vielleicht hat er ja einen guten Grund. Einen guten Grund, um es zu Erdnussbutter zu verarbeiten? Stimmt, den hat er noch nicht genannt. Ja, warum will er das eigentlich? Für die Liebe. Aus Prinzip. Seit wann brauche ich einen Grund? Aus Prinzip? Aus Prinzip, sagt er. Das ist erbärmlich. Pfui. Falsche Antwort, Chabo. Na, dann vielleicht. Als Reiseproviant? Als Reiseproviant. Also da geht einem doch der Hut hoch. Erst Mikey und jetzt das. Du Gierschlund! Ich meinte ja auch... Für die Liebe. Für die Liebe. Wow, na das ist doch mal eine Antwort. Für die Liebe opfern wir uns doch gerne. Yippie, ich zuerst. Na, eine Frage noch. Wie genau hilft es der Liebe, wenn wir zu Erdnussbutter verarbeitet werden? Ach ja. Würde mich auch interessieren. Lasst ihn doch ausreden. Ich will Ghost-Zuneigung zurückgewinnen? Nein. Die Liebe darf keine... Bedarf keiner... Ja, aber... Die Liebe bedarf keiner weiteren Erklärung. Ohne Erklärung haben wir auch keinen Deal. No, Sir. Such dir jemand anderen, den du zu Erdnussbutter verarbeiten kannst. Okay, ich sag's euch ja. Ihr habt recht. Vergesst es einfach. Ihr habt recht. Vergesst es einfach. Kein Ding, Alter. Na, nicht für ungut. Komm gerne wieder, wenn dir ein triftiger Grund eingefallen ist. Oh Gott, raus, die Uhren, bla bla bla. Reden wir mit Vince. Gehört dir eine der Zeitmaschinen da draußen? Aber natürlich, mein junger Freund. Ich nenne sie die Ritades. Was lachen die denn da so? Weil sie keine Ahnung haben. Die Ritades ist ein kleines Juwel der Zeitreisetechnik. Juwel, sagt er. Herr Vincent verschweigt Ihnen, dass sein veraltetes Vehikel keine echten Zeitreisen unternehmen kann, sondern nur deterministische. Man kann damit die Vergangenheit nicht verändern. Man sitzt so lange fest, bis man den Zustand der Zeitlinie zum Zeitpunkt der Abreise wiederhergestellt hat.
Hä? Hör nicht auf die Leute. Eine Reise in der Retardis lohnt sich immer. Wenn du willst, kann ich dich auf eine kleine Spritztour mitnehmen. Alles, was ich dafür brauche, ist eine Portalkarte, auf der die genauen Raumzeitkoordinaten eingetragen sind. Frag einfach die Burschen vom Portalbauamt. Okay, und alter Maverick. Was für ein Kotzbrocken. Ist das dein Schlitten da draußen? Wieso, hab ich dich einfach zugeparkt? Nein, keine Sorge. Schade. Aber wozu dann die Frage? Na, du hast das Licht angelassen. Wenn du mir den Schlüssel gibst, dann... Ha, guter Versuch. Das Instant-Change-Coupé macht nicht nur Zeitreisen ohne lästige Zeitgabelung möglich, es reguliert auch seine Scheinwerfer seit der 5er-Serie automatisch. Ein schönes Gerät, keine Frage. Ja, der Traum eines jeden Zeitreisenden. Lange dachte ich, es würde nur für eine Zweier reichen, den sogenannten Mutterstampfer. Aber ich war ehrgeizig. Ich wollte unbedingt die Fünfer. Ich habe geschuftet, mich anspucken lassen, jeden Slotty dreimal umgedreht. Und jetzt, da es soweit ist, das Einzige, was mir noch Freude bereitet, ist, andere rumzuschubsen, die sich nicht so abrackern wie ich damals. Zum Beispiel mein Vergangenheits-Ich, diesen Faulenzer. Der wollte mir schon längst eine leckere Fulok-Suppe servieren. Aber siehst du hier eine leckere Fulok-Suppe? Ich nicht. Wenn er nicht bald mal meinen Arsch hochbekommt, werde ich etwas erlebt haben können. Okay. Was haben wir hier? Aha. Das sind Fulocks. Kadaver. Oh, Ausguck. Ich finde, er nimmt die Sache ein bisschen zu ernst. Er bräuchte mal einen Perspektivenwechsel. Hallo? Eda, lenk mich nicht ab! Ich muss aufmerksam bleiben! Oder möchtest du unbedingt von einem Fulok-Rudel zerfetzt werden? Ihr habt hier ein Fulok-Problem? Wonach sieht das denn hier aus? Hm? Nach hysterischer Überreaktion. Ton, bla bla bla. Ach, wir sehen, wer die Einsiedlerin ist. Ach, da bist du! Howdy, Rufus. Du rätst nicht, wen ich in der Stadt getroffen habe. Mein Opa, ich weiß. Er hat mich nicht erkannt. Kein Wunder. Für ihn bist du noch gar nicht geboren. Das werde ich wohl auch nie. Schon kleinste Eingriffe verändern den Zeitstrang. Wahrscheinlich haben wir die Geburt meines Vaters bereits verhindert. Ach, papalapap. Ich habe in letzter Zeit alles Mögliche gesehen. Ich habe sogar alles Unmögliche gesehen. Aber nichts, was auch nur die geringste Ähnlichkeit mit einem Zeitstrang hat. Das Ganze ist eher ein zerfusseltes, verknotetes, verzotteltes, vernuppeltes, verzwirrtes Zeitknäuel. Es ist okay, Rufus. Mir geht's gut. Ist es nicht unglaublich faszinierend hier? Naja, voll pittoresk, du. Aber wir müssen schleunigst weiter. Schon vergessen? Wo ist Dol? Im Farmhaus. Aber kein Grund zur Eile. Hier, in der Zwischenzeit... Ticken die Uhren anders. Ich bin im Bilde. Noch lange kein Grund, den Fuß vom Gas zu nehmen. Eines von diesen Portalen muss nach Kuvak führen. Wir haben es ja vorhin selbst benutzt. Ja, es ist das da. Das da? Hm. Ich hatte eigentlich mit ein paar kniffligen Rätseln gerechnet. Aber umso besser. Warte hier. Ich hole Gold. Dann holen wir uns unsere Zukunft zurück. Portal. Okay, Gold ist sicher da drin. Wer ist die schrullige? Toni? Hey, Goal! Keine Zeit zum Kaffee trinken. Es geht weiter. Wir... Go? Moment mal. Habe ich richtig gezählt? Du bist Goal. Also auch Goal. Und du bist fast so scharfsinnig, wie ich dich zurückgelassen habe. Rufus. Weltretter. Zeitreisender. Selbstmörder. Du hast Po-Model vergessen, aber nicht so schlimm. Die Frage ist doch, wie kann das sein? Was tust du hier? Welche Goal bist du? Sie ist die Goal, die du aus der Zukunft gerettet hast. Und im Gegenzug hat sie mich und Mac auf Elysium sitzen lassen, Zeitmaschine geklaut und wusch, ab dafür. Ich hab halt nicht so ein Gespür für dramatische Abgänge wie du. Und weit gekommen bist du auch nicht. Ja, ich war vielleicht etwas vorschnell.
Als ich in der Zwischenzeit ankam, gab es keine Zukunft mehr. Der Tunnel war einfach zu Ende und der Autopilot hat mich direkt darauf zugesteuert. Ich musste Bruch landen und war gestrandet. Für uns sind nur wenige Stunden vergangen. Für sie war es ein ganzes Leben. Warum hast du nicht eins der ganzen Portale genommen? Die Portale öffneten sich erst viel später. Zunächst waren alle außer Reichweite. Dann begannen die ersten Deponianer, ihren Schrott in die Anomalie zu werfen. Auch die ersten Zeitreisenden kamen aus allen möglichen Vergangenheiten. Die meisten strandeten hier. Wie ich. Aus dem Schrott bauten wir Paradox City. Zunächst wollten wir die Portale erreichen, aber keines davon führte in die richtige Zeit. Spätestens als die ersten Kinder geboren wurden, wurde uns klar, dass wir uns ein neues Zuhause gebaut hatten. Aber jetzt bin ich ja da. Also kommen wir. Was war das? Ein Erdbeben? So eines gab es bislang nur ein einziges Mal. Damals, als die Portale aufgingen. Hier ist was los. Geht nicht weg. Ich schau mir das mal an. Die Portale sind weg. Och, nicht doch. Wo ist das Kuwak-Portal? Und die ganzen anderen? Alle weg? Ich glaube, ich habe eine Erklärung. Als ich vorhin im Labor die Tachyonen undosiert in das offene Portal ergossen, haben wir damit nicht nur ein Portal geöffnet, sondern auch alle umliegenden. Portale an die unterschiedlichsten Orte und Zeiten. Da die Zeit hier drin schneller verstreicht, standen sie über Jahre offen. Während du an der Uni Gol geholt hast, ist hier eine ganze Stadt entstanden. Kurz nachdem du durch das Portal gestiegen bist, hat sich die Anomalie hinter dir geschlossen. Im Labor nur ein Augenzwinkern. Hier mehrere zig Minuten. Du meinst, diese Stadt existiert nur, weil wir vorhin das Portal geöffnet haben? Bringt einen ganz schön ins Grübeln, nicht wahr? Ja, zum Beispiel, wie wir hier wegkommen, jetzt wo die Portale dicht sind. Ich dachte eher an die moralischen Implikationen. Was passiert mit den Menschen hier, wenn wir die alte Zeitlinie wiederherstellen? Dürfen wir das überhaupt noch? Ich sehe keine Verbotsschilder. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Du solltest das untersuchen lassen. Moment, meint er damit? Egal, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.